Was mich an dem Thema jetzt hier besonders interessiert und bewegt hat und worüber ich auch einen Impuls nachdenken möchte mit Ihnen, ist die Frage, wie wir überhaupt zu Visionen in einer offenen Gesellschaft kommen. Ich bin persönlich ein Mensch, der über die Zukunft Visionen sehr viel nachdenkt, gerade auch in dieser Stadt, wo keine Visionen mehr sind, geht das Leben zugrunde. Das ist ein der zentralen Sätze des Sprüchen erhalten, im Testament, wo es keine Vision gibt, geht das Leben zugrunde. Aber wie kommt man zu Visionen, wie kommt man zu Zukunftsüberlegungen in einer solchen pluralen Stadt, wie sie Berlin ist. Zukunftsüberlegungen, wer weiß schon, wie die Zukunft ist, siehe Corona. Die zweiten Fragen, wie kommt man dann zu Visionen? Ich habe immer so ein bisschen Bauchschmerzen, weil schnell Visionen so was Utopisches haben. Es gibt keinen Ort dafür. Für manche sind es auch nur ihre persönlichen Wünsche, die sie jetzt mal als Vision verkaufen. Da geht es manchmal ziemlich egoistisch zu. Lobbyismus in diesem Fall, wie ich in Berlin das öfters erlebe. Und natürlich muss geklärt werden auch die Frage, geht es eigentlich um meine Vision für jetzt oder geht es um unsere Vision für jetzt oder geht es um meine und unsere Vision für die Zukunft? Für 2050 war ja angedacht, das verändert ja alles. Wie kommen wir also in einer pluralen Gesellschaft mit so differenzierten Gruppen, Visionen, Wünschen, Vorstellungen überhaupt zu einer gemeinsamen Vision? Denn das ist ja das Bescheidene. Es hilft ja nichts, eine Vision zu haben, die nicht in den Herzen und in den Menschen wirklich Platz hat und zukunftsträchtig ist. Vielfältige, plurale Gesellschaft, das ist das Problem nach meinem Empfinden in dieser Stadt. Man weiß, dass hier alles möglich ist, jeder Jeck ist anders, sagt man, und dann lebt man halt nebeneinander her. Oder sagt, ja, die gibt es, diese Ansichten, diese Überzeugungen, aber mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Mit denen sprechen wir nicht. Oder es ist ein Ringen um die Macht. Wir gucken, dass unsere Vision die Mehrheit bekommt und wir sie durchsetzen können, auch wenn andere das richtig ablehnen. Wie kommen wir zur Vision? Wie kommen wir zur Vision? Ich möchte zu gemeinschaftlichen Visionen kommen und das halte ich, wie gesagt, für das Hauptproblem in dieser Stadt, in der es meines Erachtens ein sehr starkes Nebeneinanderherleben gibt. Hier lebt jede Gruppierung, jede Gemeinschaft oftmals nebeneinander her. Man spricht mit Gleichgesinnten, mit denen, die das teilen, aber das Gespräch mit Andersgesinnten und das gemeinsame Handeln mit differenzierten Meinungen, Überzeugungen und Wegen, das ist sehr, sehr schwer. Wo ist die gemeinschaftliche Visionsentwicklung und die gemeinschaftliche Visions dann Verwirklichung? Das ist für mich die Hauptfrage hier. Das heißt natürlich, dass ich mich in meiner Begrenztheit annehme und sage, ich weiß nicht alles. Vielleicht kannst du mir helfen. Auch der ist ein Standpunkt, den ich nicht teile. Aber mir ist es wichtig, dass wir gemeinsam zu einem Punkt kommen. Bei uns in der katholischen Kirche in Berlin ist das mein Alltagsgeschäft. Unsere Bistum hier hat 200 Nationen. 25% der Mitglieder der katholischen Kirche in Berlin sind nicht Deutsch, haben keinen deutschen Pass. Aber sind Mitglied, aktives, oftmals sehr engagiertes Mitglied dieser Kirche. Das ist eine Herausforderung. Jeder bringt seine Vorstellung von Glauben, Kirche, Gemeinschaft rein. Wenn man dann noch die unterschiedlichen deutschen Katholiken in Anführungsstrichen hier sieht, die aus dem Rheinland kommen, aus Bayern kommen, die hier in der DDR groß geworden sind, die in West-Berlin groß geworden sind, das ist ein permanentes Kämpfen und Ringen um gemeinsame Visionen innerhalb solcher unterschiedlichen Ansichten. Das zweite Erfahrungsfeld, wo ich sage, dass es wirklich für uns gut läuft, ist der interreligiöse Dialog, der mir ein Herzensanliegen ist. Sowohl mit Muslimen, mit Juden. Ich hoffe auch verstärkt auf die Diskussion, das miteinander mit Menschen, die keiner Weltanschauung, keiner religiösen Weltanschauung anhängen, aber die haben natürlich auch ihre Glaubensgrundsätze, ihre Glaubensgrundentscheidungen, die sie getroffen haben. Ich erlebe da sehr vieles. Unser gemeinsames Institut oder die zwei Institute unter einem Dach, das Islamische Institut und das Katholische Institut an der Humboldt-Universität, die ersten Schritte geben mir da wirklich viel Mut. Aber auch da müssen wir lernen, gemeinschaftlich Visionen zu entwickeln. Frage ist, ob wir als Institutionen, wir als Einrichtungen, als Parteien, als Gemeinschaften die Kraft haben und die Bereitschaft haben, über unser eigenes Spektrum hinausgehend Menschen auf den Weg mitzunehmen, die oftmals ganz andere Überzeugungen haben. Sonst entwickeln sich nicht gemeinschaftliche Visionen und das führt dann letztlich nur zur Verhärtung, wie ich sie öfters erlebe. Und ich bin gern bereit und ich bin dankbar für die Einladung heute, mich in die Diskussion einzubringen. Ich gehe gern zu Gemeinschaft, zu Gruppierungen, die sich mit uns als Kirche vielleicht schwer tun, die mir auch fremd sind, aber da habe ich schon sehr viel positive Erfahrungen gemacht. Darüber bin ich sehr dankbar. Mir fällt auf, dass das Thema Werte, Glaube, Kirche, Religion, die auf dem ganzen Themenkatalog dieses Zukunftstages überhaupt nicht vorkommt. Auch das ist schon mal ein Integrationsthema. Aber ich bin froh, dass Sie mich eingeladen haben, bin dafür sehr, sehr dankbar.
konkrete Maßnahmen. Ich wünsche mir von einem Senat, dass er wirklich die Pluralität in einer solchen Stadt fordert. Beispiel, die Pluralität von freien Trägern, die nicht Notnagel sind, wenn der Staat es nicht mehr schafft, sondern die in einer demokratischen, liberalen Gesellschaft sich einbringen können, gefördert werden, dass sie sich einbringen können, damit offene Gesellschaft, liberale Gesellschaft, freie Gesellschaft wirklich möglich wird. Und man gemeinsam dann auch Visionen entwickeln und verwirklichen kann.